besonders. Masten und Kommandantin nochmal aus dem Wasser springt. Ja, da hat er noch ordentlich die Welle produziert. Tiere haben auch gelernt, auch Teil des Trainings, dass sie sich hier vorne an den Steinen aufstellen. Es sind auch so erste medizinische Voruntersuchungen. Der Pfleger kann schnell Auffälligkeiten feststellen. Und im Ernstfall, wenn man wirklich der Tierarzt kommen muss, es muss immer in die Bühne gehen. Wer jetzt genau schaut, sieht auch die kleinen Unbestände, die ich vorher angesprochen hatte. Gehört. Wenn sich den Kommandanten direkt vor mir auch genauer anschaut. Ja, hier wird sich auch gekonnt auf der Magie gedreht, dafür gibt es natürlich auch Belohnungsfisch. Und auch der Kommandant lässt sich in sein großes Maul schauen und zeigt seine Flossen her. Wiegt heute 292 Kilo, also fast dreimal so viel wie unsere ausgewachsenen Weibchen. Ist auch schräg, dann sieht man, dass er eben bis zu 2,5 Meter lang werden kann, also dann nur ein Stückchen größer ist als der Pfleger. Und die Weibchen stellen sich dann nochmal im Vergleich dazu. Und den Brüssel gibt es auch. Und natürlich wieder jede Menge. Nochmal die Flossen genau angeschaut. Bisschen abgetastet. Bald ist natürlich ein Vertrauensbeweis gegenüber dem Pfleger. Dafür gibt es natürlich eine ganze Ration Fisch. Alle wollen hier zeigen, was sie können. Auch da werden nochmal die Flossen genau angeschaut und abgetastet. Einfach mal das gleiche Spiel hier. Irgendwann können Sie gerne noch auf mich zukommen. Ich werde hier vorne einige Minuten auf Sie warten. Und ich möchte Ihnen natürlich auch die nächsten Stationen ankündigen. Um 11 Uhr werden unsere Königs- und Felsenpinguine gefüttert. Direkt hinter mir im Polarium. Auch unsere arktischen Wölfe bekommen Futter um 11 Uhr. Die finden Sie, wenn Sie bei den Hufer-Pinguinen